letzte Mal geschaut, den deutschen Ausrüstung. Ich möchte heute ankündigen, dass ich weitermacht bei der Landesdelegiertenversammlung der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland der Landesgruppe NRW am 31. März 2012 in Duisburg als Landesvorsitzende kandidieren werde. Ich komme aus Kasachstan, bin ein Deutscher aus Russland. Ich bin 34 Jahre alt, verheiratet, habe ich vier Kinder. Ich habe richtig Spaß bei der Ratsmannschaft was zu machen, weil ich damit auch viele neue Menschen kennenlerne und neue Kontakte knüpfe. Ich stelle immer fest, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Jugendarbeit war eigentlich und ist mein Schwerpunkt. Ich werde auch weiterhin die Jugendarbeit fördern. Ich habe die Erfahrung sogar schon in Russland gehabt mit der kulturellen Arbeit. In Deutschland habe ich auch weitergeführt und durch verschiedene Vereinsaktivitäten. Viele kennen mich schon. Ich bin überzeugt, dass wir mit Ortsgruppen viele Maßnahmen gemeinsam durchführen werden. Ich bin auch überzeugt, dass ich neue Mitglieder für die Landsmannschaft gewinnen kann. Aber da brauche ich auch die Unterstützung vor Ort. Ich bin für die Transparenz und ich glaube, wir brauchen auch bei der Landsmannschaft Transparenz. Wie auch in jedem Verein. Man muss wissen, was passiert. Wie sieht es aus? Gibt es Probleme? Ich glaube, dass die Zeit für die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland in der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen gekommen ist, sich zeitgemäß aufzustellen. Ich kandidiere nicht um den Posten, sondern aus der Überzeugung. Ich bin überzeugt, dass ich mich in den nächsten 3 Jahren für die Belange der Deutschen aus Russland einsetzen kann. Die Mitgliedschaft bei der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland ist für mich eine Ehrensache. Ich möchte auch, dass die Mitgliedschaft bei der Landsmannschaft auch für viele andere Deutsche aus Russland zu einer Ehrensache wird.